Ich möchte nur sagen, dass ich jetzt gerade losgefahren bin und es halt wieder direkt bergauf geht. Also halt direkt so. Naja, das war gerade nochmal von dem Grundstück die Schwester vom Besitzer da. Da habe ich mit der nochmal ein bisschen gequatscht. Auch cool, die bereitet Kurse an der Volkshochschule vor und also jetzt hier für das Umland. Und jetzt haben die hier in Niedersachsen, ein paar Kilometer weiter, hat jemand eine Alpaka-Farm und da bieten die auch Alpaka-Kurse an. Also sprich für Leute, die ein bisschen vereinsamen, dass die mal rauskommen, ein bisschen unter Tiere. Das ist schon interessant. Also, was es hier in Deutschland alles gibt und was es für Möglichkeiten gibt. Und wie gesagt, von ihr Bruder, der arbeitet in der IT und hat mir erzählt, in Einbeck, hatte ich glaube ich vorhin schon erwähnt, die haben ja das erste Bockbier gemacht und erstmal hier wieder ins Mikrofon röcheln. Und in Einbeck gibt es übrigens auch den PS-Speicher. Das ist ein Investor, der kauft alle möglichen Fahrzeuge, von Fahrrädern, Motorrädern, Autos und so weiter, aber halt alte Sachen. Und die kann man sich dann dort betrachten. Soll wohl richtig cool sein. Also, von wegen, oh, in Deutschland gibt es nichts zu sehen, gibt es schon mehr als genug zu sehen. Nur mal so als Information. Also ihr müsst nicht unbedingt immer nach Mallorca, Spanien, Kanada oder sonst wo hinfliegen. Hier in Deutschland kann man viel machen und viel sehen. Und vor allen Dingen für Kinder ist das halt optimal. Kannst du dann für alles Mögliche, kannst du die begeistern. Gibt ja überall coole Sachen. Und ich bin auch mal ein bisschen wie so ein Kind. Man kann mich auch mit Kleinigkeiten kaum mich glücklich machen. Kannst du mir ein paar Holzklötzer geben? Ich als 33-Jähriger. Ich spiele dann halt auch mit Holzklötzern, also ich kann mich da stundenlang mit beschäftigen. Keine Ahnung, liegt wahrscheinlich auch wieder an meinen ADHS oder so. Aber keine Ahnung, das stört mich auch nicht. Solange ich Spaß habe und die Zeit vorbeigeht, ist das ja alles nichts Schlimmes. Also, man sollte es natürlich nur dann machen, wenn man auch Zeit hat. Und nicht, wenn man prokrastinieren will. Übrigens, für die, die es nicht wissen, prokrastinieren heißt du musst Aufgaben machen und hast aber keine Lust, diese, oder ja, du machst sie eher unfreiwillig. Zum Beispiel sagen wir mal, ganz einfach, du willst dein Papierkram sortieren. Das ist ganz einfach. Du willst, weil es gemacht werden muss, weil es aussieht wie Henne, wie bei Hempels unter dem Sofa. Tja, und dann fängst du an und auf einmal ist zwischen dem Papierkram ein Foto. Ein Foto, was du vor 2 Jahren gemacht hast. Und dann geht's los. Denkst du, gut, das Foto packe ich zu den anderen Fotos. Dann findest du die Fotokiste. Dann guckst du dir, suchst du natürlich dann das Album, wo das Foto reingehört. Und dann guckst du das Fotoalbum an. Und dann guckst du das nächste Fotoalbum an. Und dann guckst du das nächste Fotoalbum an. Und dann ist es 22 Uhr. Du hast nichts geschafft, außer dir die Bilder anzugucken. Der Papierkram liegt immer noch da. Du siehst den Papierkram und denkst dir, scheiße, ich wollte eigentlich den Papierkram machen. Naja, mache ich morgen. Und so geht das die ganze Zeit mit allen möglichen Sachen. Das ist wahrscheinlich auch eher vorzugsweise bei Leuten, die eine Aufmerksamkeitsstörung haben. Aber es ist halt trotzdem krass so. Ich glaube, euch ist es auch schon aufgefallen, dass ich immer relativ schnell die Themen wechsle oder von einem Thema den Bindfaden zum anderen Thema ziehe. Aber das ist Prokrastinieren. Wenn man was machen will, das anfängt und was findet, was nicht dazugehört und das andere dann weitermacht. Gibt's auch auf Instagram und YouTube, gibt's so viele Videos davon. Also wenn euch da mal, die beschreiben das auch relativ gut. Also ich weiß nicht, wie viele davon der Wahrheit entsprechen und wie viele davon einfach nur so, ja, ich habe ADHS, weil ich die Aufmerksamkeit brauche, machen. Also so wie was es mal irgendwie auf TikTok gab, die Leute, die dann
vorgespielt haben, dass sie Tourette haben oder sowas. Oder so, so ein Tick halt so. Piep. Naja, ich weiß nicht, warum manche Leute das machen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich connecten kann. Also du musst ja einfach nur irgendwas mit Herzblut machen. Dann kommen automatisch die Leute zu dir und fragen, oh geil, was machst du da und wieso machst du das und wie hast du das gelernt? Und die, die Interesse haben, die sind auch noch nach 3-4 Monaten, sind die auch noch dabei, nach 1 Jahr oder nach 10 Jahren. Und daraus entstehen dann halt auch Freundschaften. Und aus diesen Freundschaften profitieren ja beide Seiten. Und das ist im Endeffekt ist das, was immer alle sagen, das ist Netzwerken. Nicht irgendwie gucken, ah okay, er arbeitet als Versicherungsmakler und kann mir eine Versicherung günstig machen. Nein, man sollte eher die Person an sich sehen und dann, wenn sich irgendwann was zufällig ergibt, er sagt, ja pass mal auf hier, wir haben ja mal drüber gesprochen und deine Versicherung, die sind ganz schön teuer und das passt auch irgendwie nicht zu dir. Komm, ich mach dir mal ein Angebot und dann kannst du ja immer noch entscheiden. Aber es sollte dann halt auch wirklich getrennt sein. Einerseits natürlich auf freundschaftlicher Basis, aber andererseits auch auf Geschäftsbasis und dann sagen, okay, pass auf, das ist geschäftlich. Und wenn das nicht funktioniert, dann sollte die Freundschaft darunter nicht leiden. Das ist wichtig, weil Freundschaften sind einfach viel zu wichtig, um die für Geld einzutauschen. Das geht nicht. Also eine Freundschaft ist eine Freundschaft. Und das ist halt das, was man schätzen sollte, was man schätzen soll. Und auch handeln soll wie ein rohes Ei. Ein paar Schläge hält es aus, aber irgendwann geht es auch zu Bruch. Ja. Und wahre Freunde sagen halt auch, wenn irgendwas scheiße ist. Die sagen dir, okay, hier, pass auf, du trägst Schlaghosen, die rosa sind, die sehen einfach scheiße aus dir aus. Das sind wahre Freunde. Die sagen dir halt die Wahrheit. Und ja, wenn du damit nicht klarkommst, dann haben die Leute, die das sagen, dich nicht verdient. Oder andersrum, du sie nicht verdient. So, ich muss gucken, wo ich lang muss. Ich leg auf, bis später.